Dies ist eine Reise vom Psychologischen zum Existenziellen. Darum geht es bei einer Pilgerreise. Etwas ist auf diesem Berg geschehen. Beim spirituellen Prozess geht es nicht um seltsame Erfahrungen. Es geht um Transformation. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Das ist die Reise, die ich machen muss. Mein Guru hat mein Leben transformiert. Selbst wenn es bedeutet, dass ich meinen Job aufgebe, ich werde meinen Job aufgeben. Wir gingen in eine andere Dimension. Für diejenigen, die gewillt sind, bin ich ein Extremist. Wenn du nicht so früh wie möglich an die Extremen des Lebens gehst, denke ich, es ist ein verschwendetes Leben. Dieser Mann, es gibt einfach keine Grenze für sein Mitgefühl. Nun außerhalb der Zivilisation. Sie hören, dass Sadhguru kommt. Sehr einfache und reine Liebe. Sie kamen alle nur, um ihn zu sehen. Ich kann deutlich sehen, wie sich der Verlauf meines Lebens ändert. Es ist mein Ausweis. Es ist wie etwas aus einem Traum. Es spielt keine Rolle, wie gut es auf dem Bild aussieht. Man muss dorthin gehen, um es selbst zu erleben. Mehr als eine Erfahrung fürs ganze Leben. Das ist Neugeburt. Wenn du strebst, wer kann dich aufhalten? Sobald du dich nach innen wendest, kann dich niemand aufhalten, denn niemand ist da. Kailash, für diejenigen, die gewillt sind, ist nicht in Tibet. Es ist, wo immer du es willst.